Ich weiß jetzt ja schon was Zuschauer nicht wissen, nämlich dass sie sich selbst aussuchen können, welche Auftragsarbeiten zum Beispiel das annehmen. Das ist natürlich ein großer Luxus, so, ne? Muss man mal so im Raum stehen lassen. Ja. Aber wie definieren sich denn da die Preise? Also Sie haben ja schon mir persönlich gesagt, dass Sie nicht jede Auftragsarbeit annehmen, weil es tut nicht Not, es drängt Sie ein quasi, der Anspruch ist nicht da, das quasi schnell zu erfüllen, während andere Künstler teilweise schnell einen Auftrag erfüllen müssen, um halt das finanzielle Standbein Sicherheit zu haben. Also ich habe das große Glück, dass die Menschen, die sich mit Auftragsanfragen an mich wenden, Personen sind, die meine Bilder schon seit längerem irgendwo beobachten, die wissen, in welchem Stil ich male und was ich grundsätzlich mache und sind da eigentlich sehr eingestellt auf das und geben mir meistens auch sehr, sehr viel Freiheit. Und die Preise sind eigentlich sehr ähnlich. Der nächste Punkt, den ich noch im Hinterkopf hatte, war auf jeden Fall, dass Sie ja in Österreich quasi schon seit 10 Jahren im Ausstellungsgeschäft aktiv sind. Ja. Es geht ja von Graz in die äußeren Regionen. Da war ja wirklich überall die Beteiligung da. Und ist es dann schon so ein bisschen so Heimvorteil, dass man sagt, das ist das gemachte Nest, da bin ich gerne? Oder ist es auch der Anspruch zu sagen, über die Grenzen hinaus? Nein, ich möchte auf jeden Fall schon über die Grenzen hinaus. Also nach wie vor meine wichtigste Ausstellung ist die, normalerweise einmal im Jahr stattfindet, also Zweimal-Vernissage. Das ist dieser Heimvorteil, den ich genieße. Das ist wirklich bei mir zu Hause auf privatem Grund, was niemals öffentlich ausgeschrieben wird, sondern das ist nur der engere Kreis, der quasi sich nur meinen Newsletter erschließt, die dann auch eine persönliche Einladung bekommen und darüber hinaus auch jemanden mitbringen können. Aber das muss ich vorher wissen, also die genaue Personenanzahl, das ist dann 100 Personen sein oder irgendwas in dieser Größenordnung. Natürlich habe ich den Anspruch, über die Grenzen von Graz und Österreich hinaus aktiv zu sein, und ich denke, dass ich gerade jetzt damit anfangen kann oder das verwerten kann. Also über Social Media bin ich ohnehin international unterwegs, das seit vielen Jahren, aber sich mit tatsächlichen Ausstellungen, und da liegt es auf der Hand, dass ich in erster Linie einmal nach Deutschland schaue, weil das ist wirklich doch das Nachbarland, mit dem man, ich zumindest den angenehmsten und größten Kontakt hat, und das ist ganz toll, da freue ich mich drauf. Nächstes Jahr geht es richtig los. Ist das mit der Galerie O'Neill schon spruchreif? Ja. Das ist schon spruchreif. Mhm. Wissen Sie schon, welche Werke ausgestellt werden? Haben Sie sich da schon festgelegt? Oder? Ja, das wäre. Ich habe die Möglichkeit, an die 20 Werke je nach Größe auszustellen. Es wird eine Duo-Ausstellung sein mit einem anderen Künstler oder einer anderen Künstlerin. Da weiß ich den Namen noch nicht, spielt doch keine Rolle. Das heißt, wir teilen uns da den Ausstellungsraum. Und ich habe hier eigentlich alle Freiheiten, was ich hier konkret ausstellen will. Und das wird dann auch ein Mix sein aus bereits vorhandenen Werken, die ich bis zu diesem Zeitpunkt noch haben werde. Es wird nächstes Jahr, also 2023, sein, im August. Und natürlich wird es neue Werke geben, ganz klar. Ich muss gleich kurz eine Pause machen. Also kurz eine Unterbrechung, weil jetzt wäre, glaube ich, der Punkt, dass wir sagen können, wie es weitergeht. Ja. Also, dass wir die Kurve zu dem Teil bekommen, wo es halt quasi darum ging, dass sie sich als Künstler für den Zweck, das hatten sie ja davor, da habe ich den Übergang nicht ganz geschafft, aber dass wir halt quasi darauf zu sprechen kommen, wir müssen eigentlich auch gar keine Pause machen, aber dass sie ja auch wirklich sagen, Kunst ist ein Sprachrohr, es geht hier viel um die Natur und viel um den Klimaschutz, kann man das so sagen, oder geht es eher um den Umweltschutz, oder ist das alles? Beides, alles. Es kann auch Tierschutz sein, es kann auch Menschenrechte sein, also es kann wirklich alles sein. Die drängenden Fragen einfach unserer Zeit, dass man sich hier engagiert, einerseits, dass man sich selbst beschäftigt und durch diese Bildwelten dann auch andere wieder von einer gewissen Sache, von der Dringlichkeit der Sache zumindest überzeugt. Aber auch, dass man tatsächlich etwas macht, dass man Bilder ausstellt, versteigert und so weiter, und dann auch einen gewissen Geldwert oder auch ideellen Wert, was auch immer das sein wird, dann diesem Zweck auch
zuführt. Weil wir haben ja nicht so viel Zeit. Und wenn ich mal ganz direkt fragen darf, was beschäftigt Sie aktuell im globalen Weltgeschehen? Also was alles passiert, brauchen wir gar nicht mehr aufzählen. Ja, das ist zu viel. Was ich in meinen Werken verarbeite, können wir so sagen, beschäftigen tut mich alles. Aber was ich in meinen Werken am ehesten verarbeite, doch der Bereich Umweltschutz, Klimawandel, Tierschutz auch, das Artensterben, generell der Fußabdruck des Menschen, der einfach zu groß ist für unseren Planeten und der wirklich unsere Existenz und die Existenz dieser wunderschönen Welt einfach aufs Spiel setzt. Und das ist ein ernstes Thema, wobei ich in meinen Bildern es nie dabei bewenden lassen würde, nur eine Warnung oder irgendwas ganz Schlimmes darzustellen. Das kann zwar so interpretiert werden, also wenn ich später vielleicht noch auf dieses Dreh- oder Wendebild zu sprechen komme, ja, von Alpha und Omega, es kann eine gewisse Symbolik, eine gewisse Gefahr dargestellt sein. Was aber nie fehlen darf, ist ein Ausblick. Ein positiver Ausblick und eine Hoffnung, weil das bin einfach ich und das will ich verkörpern und das kommt automatisch zum Ausdruck. Ich brauche mich gar nicht bemühen. Und ein Bild ist bei mir eigentlich erst fertig, wenn ich selbst etwas Positives drinnen erkennen kann. Und das überträgt sich dann aufs Bild. Diese Stimmung wird quasi im Bild manifest und kann von sehr feinfühligen Menschen danach wahrgenommen werden. Das klingt jetzt wie Magie, ist es auch, aber es ist tatsächlich so. Das merke ich an den Rückmeldungen. Und die Energie versuchen Sie ja auch, das heißt, bringen Sie ja auch beispielsweise bei der Musik. Ja. Also ich will ja nicht mal als Maler, muss man ja auch mal sagen, dass man nicht nur als Maler kreativ ist oder sich auslebt und das als Sprache nutzt, sondern auch Musik. Wird der Musikbereich größer? Also wächst das Interesse da rein oder wie kam es denn? Als kleines Kind habe ich mich als Künstler wahrgenommen und habe dabei den Maler vor mir gesehen. Ich habe gewusst, dass ich das machen werde und habe sehr, sehr viel gezeichnet, auch in meiner Kindheit gemalt, weniger aber gezeichnet. Irgendwann ist dann die Musik immer wichtiger geworden und so ab circa meinem 16. Lebensjahr, wie ich dann angefangen habe, Gitarre zu spielen, habe ich mich dann ganz der Musik verschrieben und habe komponiert und gesungen und getextet, bin allerdings nicht aufgetreten, außer vielleicht in Schulbands ab und zu, aber dann nicht mit meinen eigenen Songs. Das heißt, im Hintergrund sind eigene Songs entstanden, die es heute noch gibt, die ich aber bis auf eine Ausnahme nie veröffentlicht habe. Und dann hat das Leben reingespielt und ich habe dann zwei Studien absolviert und irgendwann einmal am Ende meines zweiten Studiums, das war Pädagogik, zuerst war es ein Jus-Studium, also Rechtswissenschaften, am Ende des zweiten Studiums, kurz bevor ich dann Lehrer war, ist mir das eigentlich so bewusst geworden, ich bin doch Künstler. Ich weiß, dass ich malen werde. Ich habe es zwar nie gemacht oder nicht diese Intensität und nicht wirklich auf Leinwand, aber ich mache das jetzt und wir hatten damals ein Seminar, da ging es um Begabungsförderung bei Kindern und damit man das wirklich versteht, muss man auch seine eigenen Begabungen kennen und die darstellen. Und ich habe mir dann kurz überlegt, also am Ende des Semesters war die Aufgabe in irgendeiner Präsentation unsere eigene Begabung darstellen. Ich habe noch überlegt, mache ich was mit Musik oder male ich? Dann habe ich mich für das Malen, weil das Ursprünglichste war, bei mir entschieden und das schon am längsten wartet, um endlich dran zu kommen. Und habe dann einfach die paar Monate genützt und ich weiß nicht, ein Dutzend vielleicht Werke geschaffen. Und das war dann meine erste Ausstellung. Aber das Interesse für die Musik war immer schon da. Das war immer schon da, nein, das war immer schon da. Und ich liebe es zu singen und zu tanzen, auf der Bühne aktiv zu sein. Ich habe da wenig Erfahrung, aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, die war bis jetzt immer grandios. Also es gibt für mich kaum etwas Besseres. Das heißt, ich entwickle mich schon in diese Richtung und das Endziel, vorläufige Endziel, das nicht so schnell zu verwirklichen sein wird, das wird gewisse Vorlaufzeit brauchen, ist dann doch eine Kombination aus allen möglichen Begabungsbereichen oder Ausdrucksformen, wo ich persönlich bei mir das größte Potenzial sehe, wo ich natürlich Mitarbeiter brauchen werde und ein Team, die das mit mir gemeinsam dann umsetzen werden, aber letztlich wird es vielleicht eine Malen-Show geben, die einem Benefizzweck gewidmet ist, wo dann Videokunst Live-Painting vereint ist mit Gesang und Tanz.
und ja, also weiß was noch. Also sind nach 10 Jahren Malu immer noch nicht die Das war eine Übungsphase. Ja, kann man ja gespannt bleiben. Was mich definitiv am meisten interessieren würde, ist, auf der Bühne sind sie energiegeladen, ja. Wenn sie malen, sind sie energiegeladen. Ja. Wenn wir uns verhalten, sind sie sehr sachlich. Ja. Das Pädagogikstudium, Rechtswissenschaftsstudium hinterlässt Spuren, würde ich fast sagen. Ja. Aber wird dadurch Malu dann zur Kunstfigur? Mhm. Oder ist es funktioniert es? Also es ist ja einmal die Privatperson, die sachliche Person und einmal der Bühnenmensch. Wie viel Malo steckt wie viel Privatperson steckt in der Kunstfigur und wie viel Kunstfigur steckt in der Privatperson? Das ist eine sehr gute Frage. Mit der wäre ich oft konfrontiert, weil ich liebe es, Menschen zu überraschen. Aber oft tue ich das auch unbewusst und manche sind ja schon sehr gefordert, Tannerhaus, mit den vielen Facetten meiner Person oder Persönlichkeit vorweg. Also ich versuche immer authentisch zu sein. Das ist mir persönlich ganz wichtig. Ob wir jetzt zusammen sitzen und sprechen, ob ich als Privatperson, ob ich als Künstler irgendwo auf einer Ausstellung oder auf der Bühne, ich habe einfach dann eine andere Art von Energielevel und einfach eine andere Ausdrucksform. Aber letztlich geht es immer um starke Gefühle. Das kann man sehr dezent ausdrücken oder das kann auch sprühen. Die Kraft liegt, ja, man sagt, in der Ruhe liegt die Kraft. Aber die Kraft kann genauso gut in der fast schon Begeisterung oder fast schon Ekstase auch liegen. Also das ist beides kein Widerspruch und auch kein Widerspruch in einer Person. Nur die Menschen wollen einen oft so einkanalig wahrnehmen und brauchen dann oft eine gewisse Zeit, um zu sehen, aha, auch das ist mal. Ja, also der ist jetzt nicht nur jemand, der mich von der Schule kennt, oft Kollegen. Ja, die sehen mich halt nur als den Lehrerkollegen, der halt sehr, sehr ruhig mit den Kindern umgeht. Und da muss man wirklich ein Ruhepol sein, weil die Kinder so quirlig sind. Die brauchen das. Das ist ganz wichtig, um ihnen eine Sicherheit und Struktur zu geben. Und deswegen nehmen mich meine Kollegen auch so wahr. Und wenn ich dann auf der Bühne bin, da waren sie fast schockiert. Boah, damit habe ich nicht gerechnet. So ein Bühnentier. Und dann, ja, klar, für mich ist das klar. Ich habe nicht oft die Gelegenheit dazu gehabt, aber wenn, dann... Dann richtig. Also dann richtig, keine, dann richtig, ja. Keine halben Sachen. Aber trotzdem gehen Sie an Struktur, an den Plan, oder? Immer. Also ich weiß ja schon von ein, zwei Projekten, die 24, 25 angesetzt sind, aber trotzdem sind Sie ja heute schon im Kopf dabei. Ja. Das schränkt das in dem im Hier und Jetzt ein, der Plan, wenn man schon im Hinterkopf 3 Jahre voraus ist. Oder? Nein, also es ist eher, worauf legt man gerade den Schwerpunkt? Man kann immer mehrere Dinge gleichzeitig auch erledigen und im Hinterkopf behalten. Ich gehe da sehr viel nach dieser 80-20-Regel und sage, wenn ich mit 80% bin ich bei einem Projekt und maximal 20% habe ich das andere noch im Hinterkopf und kann an dem noch planen und ausarbeiten. Und das funktioniert eigentlich recht gut. Gibt es denn schon Projekte, die ansatzweise spruchreif sind? Naja, das wird zum einen einmal dieses Interview sein, das wir gerade hier drehen. Auf das freue ich mich schon, wenn das dann auf meinem YouTube-Channel dann letztlich landen wird. Für heuer ist dann noch eine Kalenderbeteiligung am Programm. Vielleicht auch wieder mein eigener Kalender, den werde ich auch machen. Also ich gebe jedes Jahr einen Malo-Kunstkalender heraus, den ich über meine Website und über meine Newsletter vertreibe. Und ansonsten ist Malen angesagt. Ja. Weil Sie auch gesagt hatten, dass Sie als Lehrer ein bisschen zurücktreten würden. Ja, genau. Wenn ich das mal festhalten möchte, dass Sie jetzt noch mehr, vorher war es schon viel für die Kunst und jetzt noch mehr für die Kunst. Das wird einfach immer wichtiger, weil ich sehe, dass ich all diese Ideen einfach nur umsetzen kann, wenn ich intensiver und länger daran arbeiten kann und nicht ständig hin und her flippen muss, auch gedanklich. Und auch wenn ich meinen Lehrerberuf nach wie vor sehr, sehr liebe und den wahrscheinlich immer ausüben werde, ist es weitaus mehr als ein Brotberuf. Also ich fühle mich auch da zu berufen. Dennoch denke ich um das, was so stark da ist, um die Kunst und all diese Ideen umsetzen zu können, braucht man einfach mehr Zeit. Das heißt, dass die Relation zwischen diesen beiden, das eine ist Beruf, das andere ist Berufung, die kann sich immer wieder im Leben einmal ändern. Also da bin ich relativ flexibel und es wird jetzt einmal zugunsten der Kunst, wird das Pendel wieder stärker ausschlagen. Aber Sie würden den Lehrerberuf niemals jetzt in naher Zukunft komplett adaptieren? Könnte ich mir nicht vorstellen. Also das wäre nur möglich, wenn man eine einzigartige Projektidee hätte, beispielsweise irgendeine Tour, die über mehrere Monate dauert, dann würde es gar nicht anders gehen. Also dass man dann sich ein Jahr freinimmt und
Sabbatical einlegt. Das muss natürlich auch geplant sein, aber wenn sich so eine Gelegenheit wirklich ergibt, dann weiß man das früh genug und kann sich natürlich darauf einstellen. Also das ist schon. Also würde eine Galerie Ihnen das Angebot machen? Ja. Wären Sie A nicht abgeneigt? Nein, also wenn das wirklich darum ginge, dass ich all meine Vorstellungen umsetzen könnte und der Rahmen würde passen und die Bedingungen, dann durchaus. Welchen Anspruch haben Sie denn? Also ich kenne es ja aus meiner Sicht, dass man als Galerist einen Anspruch an Künstler hat, aber Künstler haben natürlich auch einen Anspruch an den Galeristen. Was sind Ihre Ansprüche für eine Ausstellung oder für eine Zusammenarbeit? Es gibt ja langfristige Zusammenarbeit, kurzfristige Zusammenarbeit. Ja. Was sind Ihre Ansprüche? Was muss Ihnen in der Galerie jetzt bieten oder sagen, dass Sie sagen, eine Tour macht Sinn, da bin ich dabei? Was ich ohnehin voraussetze, sind faire Konditionen und ein sauberes, gepflegtes, aufgeräumtes Ambiente. Das ist mir schon ganz wichtig, dass man da quasi einen geeigneten Rahmen findet, den man bespielen kann. Andererseits sollte das auch eine Galerie sein, die offen ist für neue Produktions- oder für neue Präsentationsformen. Das könnte beispielsweise sein, dass man hier eine Videoshow macht auf sehr großen Screens, dass man vielleicht ein Live-Painting macht, dass ich vielleicht auch singen kann und so ein bisschen diese Show-Elemente reinbringt. Also nicht nur immer dieses Klassische, dass ein Galerist einen Künstler vorstellt, der dann nicht oder nur sehr wenig zu Wort kommt oder quasi nur Rede und Antwort stellt, sondern dass ich da quasi mehr Freiheiten und einen Rahmen habe, dass ich sagen kann, dass ich quasi ein Konzept vorlege und sage, ja, und das schwebt mir vor, ist das auf diese oder eine ähnliche Art umsetzbar. Und dann müsste natürlich auch eine solche Galerie ein entsprechendes Stammpublikum mitbringen, das auch offen ist für solche neuen oder unüblichen Präsentationsformen, das sich dafür begeistern kann. Und ja, dann könnte das passen. Eine Frage, die ich am Anfang aber leider noch vergessen hatte, ist natürlich, warum Magic Blue? Also das magische Blau natürlich, aber wie kam es dazu? Also wie findet man sich, wieso legt man sich auf eine Farbe fest? Weil der Beiname ist ja schon häufig, der wird ja genannt in Artikeln beispielsweise, oder man benutzt ihn auch selber in Pressetexten und sonstiges. Und warum diese Farbe? Also welches Blau? Die Farbpalette ist ja riesig. Das kann man zurückführen auf meine Vorliebe, die seit meiner frühesten Kindheit konstant geblieben ist. Ich liebe diese Farbe, die gibt mir so viel Ruhe und Kraft, also wieder beides. Und das ist auch das, was auch Menschen unabhängig voneinander so oft in meinen Bildern wahrnehmen. Einerseits Ruhe, aber andererseits auch geballte Kraft und Energie. Und das sehe ich in diesem Blau. Das ist ein sehr dunkles Blau, möglicherweise ist es eine Mischung aus preußisch-blau und ultramarin. Also das ist nicht wirklich genau eine konkret festgelegte Farbe, sondern die ist, also einfach ein dunkles Nachtblau, wenn man das jetzt nicht künstlerisch, sondern mehr poetisch ausdrücken will, ein Nachtblau in Schattierungen. Das geht so weit zurück, ich kann mich erinnern, dass ich als Kind Spielkarten hatte zum Ordnen, zum Kennenlernen von Farben und Formen. Und aha, das ist der blaue Kreis zum Beispiel. Und spannend, obwohl das für Kinder war und da meistens eher hellere Farben verwendet werden, war bei diesem Spielkartensatz, war das Blau ein sehr, sehr dunkles, intensives. Und eigentlich genau das Blau, das dann später zu dem Magic Blue auch wurde. Und ich habe diese Karten noch. Und dieser blaue Kreis, es gab rote Dreiecke und gelbe Quadrate, was auch immer, und dieser blaue Kreis, also die Form der Kreis, der bei mir zum Beispiel beim Mond sehr häufig auftaucht, oder auch sonst diese Energiekugel, also Vollmond oder Gas, genau, also die Form Kreis und diese Farbe Dunkelblau, da war diese Karte ist am meisten abgegriffen, weil die habe ich einfach nur angestarrt. Und da war anscheinend von da weg schon diese Inspiration und auch die Stifte, die ich als Kind hatte, diese Jolly Malstifte, die es bei uns gibt, ja, sind alle relativ oft gespitzt worden, aber diese dunkelblaue Farbe, die ich damals hatte, die ist glaube ich wirklich nur dunkelblau, so groß war die Auswahl nicht, die ist so klein. Komplett benutzt. Ja, also man sieht, das ist eine Konstante über mein ganzes Leben, dass diese Farbe, oder man merkt es auch bei meiner Kleidung, also Blau ist einfach das, was mir Selbstvertrauen, Kraft, Energie schenkt. Ich habe sehr gerne die Kontraste dazu, Orange oder auch Gelb, weil das noch mehr Feuer reinbringt, wobei Blau ja auch sehr, sehr stark ist, vor allem, weil es ausbreitet, weil es so umfassend ist, so
ruhig zwar, aber groß. Und das andere bringt halt noch mehr diese spürende Energie rein, aber dafür braucht man nicht so viel. Da reichen kleine Akzente. Und dieser Kontrast, den habe ich sehr gern, also auch in meinen Bildern. Blau gibt mir auch so viel, ja, Magie einfach. Und es ist auch sehr leicht, zumindest für mich, mit Blau und Blautönen und auch vor allem, wenn es ins Rote oder ins Violette reingeht, wirklich diese magischen Dreamworlds einfach darzustellen. Das würde zum Beispiel mit Braun nicht funktionieren. Wir haben jetzt festgehalten, dass sie natürlich sehr kreativ sind, viel Output haben, sei es beim Malen, bei der Musik. Aber was machen sie eigentlich, wenn sie nicht kreativ sind? Das war auch eine Zuschauerfrage, wo man sich im Vorfeld gesammelt hat. Das ist schwer, also wenn man nicht kreativ ist. Man könnte es so formulieren, dass ich das auch als Frage akzeptieren kann, weil eigentlich sehe ich mich immer als kreativ an. Also wenn ich nicht so aktiv kreativ bin, das eine ist Gartenarbeit und vor allem Gartengestaltung, da spielt aber schon wieder die Kreativität hinein, auch wenn das wieder mit dem Umweltschutzthema ein bisschen auch zusammenhängt, weil ich zum Beispiel eine Schmetterlingsringrabatte erschaffen habe, also ein kreisrundes Blumenbeet, speziell für Schmetterlinge und Bienen auch. Und das andere ist, Achterbahnfahren. Das werde ich jetzt wieder morgen dann das genießen dann. Und das ist auch eine ganz, ganz tolle Sache, weil da hat man wieder diese Geschwindigkeit und das Gefühl, nicht unbedingt selbst jetzt etwas zu schaffen, sondern etwas zu erleben. Und das gibt unglaublich viel Energie. Da habe ich dann, wenn ich das wirklich ausgiebig mache, einen ganzen Tag Achterbahn fahre, dann habe ich für Wochen wirklich einen sehr, sehr hohen Energielevel, mit dem ich dann alles umsetzen kann, was ich möchte. Ja, nur um es nochmal festzuhalten, Sie sind ja auch mit der Bahn hier angereist, ja. Das heißt wahrscheinlich jetzt heute auch mit der Bahn dann. Genau. Sind das dann auch aus umweltschutztechnischen Gründen? Ja. Also Sie stehen dahinter? Absolut. Und natürlich könnte ich einmal fliegen und diese Ausnahmen wird es immer wieder einmal geben, aber generell, wenn ich die Wahl habe, dann ist die Bahn meine Wahl. Das ist auch viel, viel besser für mich persönlich als mit dem Auto, weil der Bahn kann ich mich einfach zurücklehnen und die Fahrt genießen. Ein Buch zu lesen, das ist einfach herrlich. Ja, Bahn ist von meiner Seite eigentlich alles. Wollen Sie noch etwas sagen? Oder ich bedanke mich sowieso für das Interview. Also es ist ja die Anreise aus Graz ist schon mal, freue ich mich. Für mich ist es auch keine Selbstverständlichkeit. Und das letzte Wort gehört dem Kurs. Ich bedanke mich einfach bei allen Zusehern, bei denen, die mich kennen und bei denen, die mich gerade kennengelernt haben. Für das Interesse und freue mich, dass Sie bis zum Schluss geschaut haben. Und noch mehr würde ich mich freuen, wenn wir uns auf der einen oder anderen Ausstellung, auf dem einen oder anderen Event wiedersehen werden. Und ich wünsche alles Gute.